Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stream von Neverwinter. So, es geht ja nicht mehr weiter. Wenn welche noch da geblieben sind, auch willkommen. Ich muss ein bisschen nachgucken. Nee, ist nicht online. Erste Geschichte. Jetzt kommen die Geistergeschichten. Ich bin die Heilung in Person. Ja, stotter weiter. Oder immer weiter. Meine Fresse. Wie nervig sowas immer ist. Bleib weiterhängen, meine Fresse, wäre mal schön, wenn sowas einem nicht auf den Keks sehen würde. Oh, er rennt direkt daran vorbei. Ja, meine Fresse, deswegen gehe ich wohl rechts dran vorbei, damit die Gegner uns nicht angreifen. Oh Mensch, die Leute sind immer echt verblödet hier. Immer schön Geld mitmachen. Ach egal, ich lasse die Sachen liegen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, zusammen. Das heißt wohl, ich werde bald meinen zweiten Charakter weiterleveln. Ja, ich hatte mir natürlich wieder mal nicht. Mieses der Kleriker aller Zeiten, ganz ehrlich. Kein Chance von Erika da ist. Geh nicht an. Der Klerik ist doch gut. Naja. Klerika, Dummheit. Egal. So, jetzt den kurz platt machen. Thank you.
wieder mein Schutz. So, kurz die Scheiße holen, dann da rein und dann fertig. Ich hoffe, eure nächste Wunde. Ich hoffe, deine Fresse wird bald versiegen. Teleportiert und wäre trotzdem getroffen. Oh Gott, und haben hier irgendwas Scheiße. Ach halt, da fehlt mir einen. Etwa einer Stunde ist die Truhe weg. Haha. Geiler Scheiß. Naja, fast. Schon. Meine, was will denn der Brauch? Könntet ihr etwas mit nee, wir können was mit einer riesengroßen Scheiße bekämpfen. Wieso?
Feinde kalt machen. Sind wir bereit? Was ist jetzt? Oh, ich dachte den gerade schon wieder. Dachmusele im Altus. Machen wir Kaltus, diesen Maltus. Außer der Heiler heilt mich nicht. Leck mich doch. Ich hab die Drohne holen. Ah, leck mich doch am Arsch. So. Ich hoffe, eure nächste Wunde wird die letzte sein. So, dann bin ich jetzt fertig. Und das heißt, ich muss jetzt nur noch zum Scheißidioten zurück und abgebe. Protectors Enclave. Truman Pazan ist online, schon wieder. Mal gucken, ob er endlich mal bald eine Antwort gibt. Wenn nämlich nicht bald eine Antwort von ihm kommt, werde ich einfach weiterspielen. Meine Fresse, wie oft soll ich noch rechts laufen? So. Ich bin der Drachentöter. Ja, ich meine Backe. So, Gilde, wer ist aus Gilde online? Natürlich kein Schwein, nur ich.
Aurora. Aurora ist aus der Gilde raus. Jetzt verstehe ich, wer hier fehlt. Und dann ist kein Wunder, dass er fehlt. Quests. Was habe ich da noch für tägliche Quests? Gefecht! Merotrax! Merotrax. Keine Ahnung, wo da nochmal war. Ich hoffe, eure nächste Wunde wird die letzte sein. Nachdenken. Was wollen wir noch machen? Merotrax. Wen noch? Nikolaus. Wen noch? Bruderherz. Der Lutz ist wieder da. Luzi, du tust dir echt Jumper ein. Du tust dir echt Jumper an, Luzi. Du tust dir echt den kleinen Jumper an. Mein Beileid. Ja, da, mein Beileid. Mein Beileid, ganz ehrlich. Oh Gott. Nein. Das geht leider nicht, Lutz. Habe ich auch schon getestet. Willkommen beim Stream. Ja, 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 genau. Das gleiche wollte ich auch schon machen. Also, das geht nicht. Verdammt, wo war nochmal? Pferde. Und die Drachen. Nein. Die sind sehr, die sind gebunden. Die Viecher sind gebunden. Der Charakter. Wenn du aber ein Vieh im Shop kaufst, im Zen-Shop, dann kannst du ihn auf jeden Charakter nehmen. Auf jeden kannst du ihn abholen. Ja, genau. Wenn du ihn einmal kaufst, kriegst du ihn für jeden Charakter. Jetzt. Hast du etwa einen Zorndrachen? Du hast einen epischen Zorndrachen, du Wichser! Einen epischen Zorndrachen. Zorndrache heißt er. Ich werde dich erwürgen! Jeder Idiot kriegt den Zorndrache! Ich habe schon 50 oder 60 Schlüssel benutzt! Kriegen Zorndrache? Nein, natürlich nicht! Nö, gar nichts von denen! Ah, fick dich ins Knie. Fick dich ins Knie, ganz ehrlich. Ja, wenigstens etwas! Wenigstens etwas! Gerechtigkeit! Genau, mach epische. Geht auch so gut. Ich hoffe, ich werde jetzt Willitrax umbringen. Den kleinen Penner, ich mag ihn nämlich nicht.
Ja. Den kannst du weitergeben. Ja, glaube ich dir. Mach ich auch hauptsächlich. Eigentlich mache ich das auch, aber bloß ja, mit meinem zweiten Mal ja trotzdem die Story auf. Mein einer ist Level 36 schon und der Witz ist, ich habe ihn allein 5 Level nur durch tägliche gemacht. Gehört? Nur durch tägliche. 5 Level. Ich war ja längere Zeit nicht da und da habe ich einfach, ja, man könnte sagen, leck mich am Arsch gespielt. Ach, sowas von doch. Also, Luzi, das weißt du doch, welche Klasse. Das ist jetzt ehrlich gesagt. Ach so, die Rasse, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht mehr, welche Rassen es da gibt. Hat mich bisher noch nicht groß interessiert. Glücklich sein damit. Ich hätte den Beta vielleicht auch gespielt, aber nur vielleicht. Wir kommen ab, die dazugekommen sind. Ich habe mich da wohl für glaube ich noch nicht mal angemeldet, wenn ihr. Jumper. Ja, das bist du doch schon, Jumper. Ganz ehrlich. Du bist doch sowas von stockschwul. Ihr seid der Macht des Kultes des Drachen nicht gewachsen. Euer kleiner Ausflug endet hier. Erhebt Willy euch, Trax. Willy Trax. Ah, da ist Willy Trax. Interessant. Er ist Willy Trax. Ich dachte Philly Trax oder Philly Fax oder Ficky Fax. Ficky Fax würde eher passen. Oh ja. Und Lutz, ich habe schon so schlechte Kleriker gesehen. So schlechte Kleriker, oh mein Gott. Jupp, genau. Ja, aber die skillen ihn auf Damage. Die skillen ihn als Damage-Dealer. Also er ist auch sehr gut als Damage-Dealer eigentlich. Eigentlich nicht. Am Anfang machen sie es aber, weil sie so doof sind. Und da sie so doof sind und hirntot und hirnverbrannt und hirnverblödet. Ja, du musst einfach nur deine Kraft hoch machen. Hauptsächlich. Natürlich, das stimmt. Meine Truppe hier ist super schlecht. Die macht überhaupt gar keinen Damage.
Ich hoffe, du levelst die ganze Zeit schön dein Artefakt. Dein Artefakt. Bei deinem Main Charm. Nein, bei deinem Main Char. Dein Artefakt. Du weißt doch, was ein Artefakt ist, oder nicht? Was bitte? Nochmal. Ach ja, brauchst du ja eigentlich nicht. Du rufst ja sowieso nur einen Verkäufer. Oh nee, mein Beileid. Was nimmst du denn für Dreck da raus? Meine Fresse. Willkommen beim Stream. Ganz ehrlich, wenn ich Party hören will. Das ist wie die ganze Zeit schon. Die Streamlehrer sind da immer. Was war sie los? Ja, wenn das machen würde, würden alle, würde bei jedem der Bildschirm. Oh mein Gott, da würde bei jedem der Bildschirm platzen. Ja, da kann man wenigstens mal zuschauen. Da kann man ja mal zuschauen. Bei mir hat es die Framerate total zusammengebrochen, ist beim Stream. Ja, da war irgendwas mit Twitch nicht in Ordnung. Irgendwas mit Twitch war nicht in Ordnung, weil heute funktioniert es wieder einwandfrei. Ich habe sogar bei meinem Anbieter gestern angerufen und der hat auch gesagt, es ist alles in Ordnung. Aber ich habe meinen Fritzbox nie aktualisiert. Ich dachte, das macht die Scheißdinger automatisch. Nee, macht natürlich nicht. Muss ich manuell extra machen. Meine Fresse, wie primitiv ist denn das noch? Aber gut, egal. Ne Schnurre. Ist jetzt aktuellste Firmware drauf. Ich habe die neueste Fritzbox. Nicht diese alten Scheißdinger da. Die neueste ist die beste. Habt ihr USB 3.0? Ich könnte theoretisch meine externe Festplatte da noch anschließen. Ich könnte ihn als Server nutzen, wenn ich wollte. Hab keinen Bock drauf. Wäre nicht auch ein bisschen bescheuert, wenn ich jemand meine externe Festplatte irgendwann mal hacken kann, dann bye-bye. Na, habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, ich weiß, finde ich auch ein bisschen scheiße, aber naja, egal, Pech. Ich habe mich beim Hexenmeister auch schon verskillt. Ich darf da auch nochmal neu zurücksetzen. Ach, ist das schön, meine Fresse, ey. Wenn jemand verskillen will. Nee, man kann auch mit Astraldiamanten das machen. Scheiße, ich bin da und ich bin zu spät teleportiert. Nichts verdammter. Mann, der schreit ja wie ein Mädchen. Willy tracks back down, Willy tracks back down. Ich auch. Scheiße. Ich glaube ja. Alter Schwede, wie blöd. Also sorry, ey, manche Leute haben sich schon dumm angestellt. Also so bescheuert, das tut schon manchmal im Hirn weh. Na gut, egal. Ich hab mich.
Na oh, super, jetzt durfte ich zweimal meinen Scheiß Verband nutzen, um mich zu heilen. Zweimal. Schon wieder ein neuer Bug. Oh, meine Fresse, ey, die sind echt zu allen zu dämlich. Alter, der ist so stockschwul, ganz ehrlich. Nein! Ach, fickt euch doch! Guckt doch mal einen Moment nicht hin, ist man tot! Verdammte Scheiße hier! Er ist wahrscheinlich nicht letzter bei, bei Schaden, aber erster bei Heilen. Was? Ach so, ja, zwei Kleriker. Ein Kleriker hat die meisten Pfeile besiegt, ey. Der Witz ist gut. Ich wollte mich wegteleportieren, scheiße. Nein! Ich war doch gar nicht! Ich war auch gar nicht im Roten, ey! Oh, dann leck mich doch mal. Egal, ich bin tot, ich bin nicht da, ich bin jetzt auch schon. Hier, nimm die scheiß Quest an und leck mich am Arsch, du blöder Penner! Wichser. Ja, gut. Mir sowas von Schnubbe. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Keinen Bruder, ist mir egal, ist mir egal. Ich habe ein Wort für euch. Blutsauger. Nee, ist halt sogar schlimmer, ist mir scheißegal. Meine Fresse. So, jetzt muss ich noch Schreckensgehöll machen, oder wie? Willst du mir jetzt verkohlen, oder was? Ach nee, Merotrax muss ich auch noch umbringen. Tja, so ist das Leben. Hast du Glück gehabt? Ja, du bist wie die ganze Zeit das Glücksschwein, ne? Unverschämtheit. Erwache! Du machst keine Story. Sorry, ich würde dir raten, mach die Story weiter. Die bringt ja am meisten EP. Ist doch easy. Ja, ich werde, also entweder werde ich heute oder morgen oder ich weiß nicht wann einen Drachenbogen anfangen. Aber zumindest sehr bald. Drachen geborenen. Entweder heute oder morgen, ich weiß es nicht. Mal sehen, ich weiß noch nicht, wie weit jetzt ich komme und so weiter und so fort. Nee, den habe ich doch schon. Ja, dadurch, dass ich mir das Legendenpaket geholt habe, kriege ich einen Platz, Rassenwechslung und so weiter und so fort. Allen drum und dran eben.
7500 Zen, also 75 Euro etwa. Aber ich habe es anders gemacht, dadurch hat es mich nur 60 gekostet, also mir schnuppe. Ich hab's als ganz einfach, das nennt sich eBay. Was hast du? Du hast 34 Inventarplätze, kriegst du dazu. Du hast Drachenbohnenrasse. Du hast, zwei verschiedene Aussehen. Hier die, wie heißen die? Mode, genau, zwei verschiedene. Dann kriegst du ein neues Artefakt. Dann, was hast du noch? Dann kriegst du noch einen Ring, dann kriegst du einen Gürtel, dann kriegst du Bahamut-Tränen, dann kriegst du mehrere Glyphen, dann kriegst du irgendwas mit Tortensiegel oder was weiß ich noch. Ach, du kriegst da so viel Scheiße. Und das, also kriegst so viel Zeugs da, das lohnt sich schon. Allein schon die Inventarplätze, du kriegst da gleich 34 Inventarplätze dazu. Es muss ein guter ab. Oh mein Gott, du bist dann ganz schlecht, du bist lächerlich. Teso, da gibt man kein Geld aus. Wo zusammen da Geld ausgeben? Und schon haben wir einen Vollidioten gefunden. Ja, einen kaiserlichen Zorndrachen, dieser schwanzlutschende Wichser. Ja, es wird sowas geben, muss man aber nicht eben. Ja, ist so geil wie ein Stück Scheiße. So geil ist es. Scheiße. Ja, das bist du ja schon. Alter, meine Fresse. Spiel hängt super. Anna, endlich. So wie es aussieht, sind die Server schon wieder überlastet. In 15 Minuten gibt es die tyrannische Schatzlade nicht mehr. Timeout? Ey, warum werde ich rausgeschmissen, verdammte Scheiße? Ja, gerade wollte ich auch schon mit meinem Charakter mich einloggen und da wäre ich schon rausgeschmissen. Ah, diesmal funktioniert's. Meine Fresse, was war denn da los? Jetzt sind 27, toll.
Kauf den neuen Kleriker, Lutz. Kauf den neuen. Na toll! Da wurde ihn gerade erst platt gemacht. Na super, jetzt darf ich erst mal wieder warten, bis ich wieder Instanz wechseln kann. Und dann werde ich die Leute gleich erwürgen. Impf to Drag, du Sackgesicht! Noch 14 Sekunden. Meine Fresse, ich hasse dieses Scheißwarten. Wäre schön, wenn man nicht warten müsste, dann wäre ich nicht so angepisst. Oh. Mal auf 3 gehen ist eine gute Idee. So, jetzt bin ich auf Server 3, beziehungsweise Instanz 3. Mal gucken, ob ich hier was kriegen kann. Denk mal schon. An wie viele Minuten, das ist die Frage. Ja, der kleine Luzi, der kleine süße Kleri. Keine Ahnung, fragt die Kleriker. Da ist ja schon wieder Ace. Wie oft treffe ich hier eigentlich verdammt nochmal Ace? Und ich muss den Server wechseln. Zehn. Welche kann ich noch nehmen? Super. Er hat 21 geschrieben, also sofort 23. Wehe, du schmeißt mich schon wieder raus. Willkommen beim Stream. So. Jetzt mache ich gleich das scheiß Gewölbe. Oh, hast du eine Mimik geöffnet, Lutz? Hast du eine Mimik geöffnet? Böser Lutz. Ganz böser Lutz. Du ganz böser Lutz. Zu viel. Wir warten schon alle auf Merotrax, den Flachwickhax. Nach 1 Minute 30 Sekunden. Wieso hat er mir meine Gruppe eingeladen? Verstehe ich jetzt nicht. Er hat mir eine Gruppe eingeladen. Nee, ich darf nicht erschießen.
Echt gut. Ja, soll ich dich in die Gilde eingeladen, Lutz? Soll ich dich in die Gilde einladen, Lutz? Ja, wir brauchen ganz ehrlich, wenn du Kleriker gut spielen kannst, perfekt. Ganz ehrlich. Ist wirklich so. Naja, wirst du später sehen, Lutz. Und du musst die richtige Skillung bei deinem Heiler haben. Das ist nicht auch noch die Sache. Wenn du die falsche Skillung hast, dann bist du am Arsch. Ach ja, hol dir Ionenstein der, Verführung, heißt es, glaube ich. Für deinen Kleriker. Für deinen Kleriker ist das perfekt. Das kriegst du nur im Zen-Markt. Also 1600 Zen kostet das Ding. Aber es lohnt sich. Weil, lies dir mal seine Beschreibung durch. Es lohnt sich. Für dich lohnt sich's, wenn du einen Kleriker spielst. Fertig ist, dann muss ich nur noch das scheiß Gewölbe machen. Ja, dann habe ich alle Ticklingen für meinen normalen fertig. Für meinen Mainshot. Das kennst du doch, die sind meistens so groß und machen nur Ruhe auf. Also der Drache. Der Drache lebt seit einer Minute ist er hier und er hat schon fast die Hälfte weg. Ein Spechling? Oh, die Truppe macht den einfach nur so schnell kalt. Na gut, das Schnellste, was es bisher gab, einen Drachen platt zu machen, war gleich 2 Minuten. Und das schaffen wir leider nicht. Zwei Minuten Drachen zu plätten, ist nicht schwer. Wir haben 2 Minuten jetzt in 10 Sekunden um und wir haben 3/4 abgesogen, abgezogen. Also 3/4 ist er down. Wie lange wir brauchen. Ich hoffe, wir brauchen nur 2 Minuten 30 Sekunden. Und noch 5 Sekunden haben wir. Und wir haben ihn tot. Innerhalb von 2 Minuten und ich glaube, das waren 27 Sekunden. Sorry, aber das steht sogar beim Stream. Haha. Du bist eine Witzfigur. Und? Das ist schön. So, jetzt muss noch eines. Ich mein Quest abgeben, meine Fresse.
oder? Nee, habe ich schon abgegeben. Perfekt. So, den Wandel beenden. Bla bla bla. Wie kann man nur deine Fresse ertragen? Jumper. Oh, nicht schon wieder so eine Scheiße. Oh Gott. Und ich wurde ausgestoßen, werde ich wieder mal. Ich hoffe, eure nächste Wunde wird die letzte sein. Ey, du, ich finde dich schlimmer als Scheiße. Also wir haben einen Healer, wir haben zwei Hexenmeister, einen Schurken. Oh Scheiße. Also wenn die dies hier nicht schaffen mit dieser Gruppe, an die müssen sie es locker schaffen. Willkommen beim Stream. Ja, wenn du fett bist, dann nimm ab. Ganz ehrlich. Nochmal, Jumper. Wenn du fett bist, nimm ab. Ah, vergiss es. Wer, dir? Okay, okay. Dreimal. Da hat Luzi was Wahres gesagt. Wow, und die haben diesen Boss schon platt. Ach, Monster! Lass mich nachdenken. Monster beschwören. Ne, soweit ich weiß, gibt's keine Charakterklasse, die Monster beschwören kann. Soweit ich weiß. So, wir sind jetzt gleich schon beim Endboss. Das ist schön. Da muss ich noch nicht mal viel tun für. Also ich weiß nicht, was er geraucht hat schon wieder. Er sollte schon wieder damit aufhören. Wenn er Scheiße raucht, sollte er sowieso damit aufhören. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Gaslight, was willst du denn für einen Charakter sonst überhaupt spielen? Er einer auf Damage, er einer auf Ahnung, Panzerung oder was weiß ich was.
Also DD, Tank, was gab's noch? Healer. Ja, aber Lutz, es ist ein Unterschied, ob DD oder was weiß ich was eben, ne? Weil DD ist Damage Dealer. Tarnung und Damage. Dann nimm Schurke oder Schurke oder wie hieß der andere nochmal? Waldläufer. Also Jumper, ich wusste schon, dass du der Wichsmeister bist, aber das musst du nicht so betonen, ne? Also in der Schule bist du der Wichsmeister, oder was? War das so gut zu wissen. Verdammt, ich bin doch kein Tank! Meine Fresse, wieso soll ich immer tanken? Wollt ihr mich an die Lange verarschen, oder was, ey? Den Club, du Arsch! Wenn nur Damage machen willst, kommt drauf an, was du für Damage machen willst. Nahkampf oder Fernkampf? Der Heiler wird sehr gerne als Damage-Dealer benutzt, aber in epischen Gewölben bringt dir das nicht viel, da du nämlich in epischen Gewölben eher heilen solltest, statt Damage-Dealer zu sein. Soweit ich weiß, ist der Heiler ziemlich stark als Damage-Dealer, aber wie gesagt, spätestens in epischen Gewölben, da sollte man eher auf Heilung gehen statt auf Damage. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr häufig, wirklich sehr häufig Healer, die bzw. Kleriker, die sich als Damage-Dealer lieber machen. Und die sind sehr unbeliebt bei den Gewölben. Zumindest bei den epischen Gewölben. Oder Luzi? Ja, natürlich. Genau. Haben wir schon mal gehabt, Luzi. Ich hab's schon mal gehabt, ganz ehrlich. Da hat irgendwie ein Kleriker, öfters als einmal hatte ich das schon. Da war ein Kleriker dabei. Denkst du, der konnte healen? Wir waren beim Endboss. Was passiert? Wir sterben. Toll. Geiler Healer. Geiler Healer. Ja, das war ein Damage Healer. Damage. Ja, Damage. Ja. Ja, du hast ja ein, Waldläufer. Waldläufer. Waldelfen ist nicht richtig. Ja. Das ist das.
Ja, aber bloß ein Waldläufer ist nicht ein Waldelf. Ein Waldläufer ist ein Waldläufer. Der raucht so viel Scheiße, merkt man schon. Scheiße. Komm rein, du Vollidiot. Komm rein, du Vollidiot. Alter, meine Fresse. Der Trickster-Schurke kann Fähigkeiten des Gegners lähmen und sich tarnen. Wenn er getarnt ist, macht er kritischen Schaden sehr viel mehr. Ja, stimmt schon. Peter ist natürlich besser, das gebe ich zu. Aber ich nehme meistens auch mein Handy. Aber ich habe zurzeit einfach keinen Bock drauf. Und meine PC-Tastatur ist eine Gamer-Tastatur, die ich an meinem Computer natürlich dran habe. Ich rede mit dem Stream, du Blitzpiepen von Jumper. Ja. Stream-Zuschauer? Alter Schwede, also... Jumper, hast du schon mal gestreamt? Ich glaube ja, aber ich glaube, Intelligenz hattest du da noch nicht bewiesen. Jemand gerade ein paar Leichen rufen?
Ach, Lastlight, da fällt mir ein, du kannst einen Begleiter haben, aber du kannst nicht wirklich einen selber beschwören mit einer Fähigkeit. Perfekt, gleich den Boss tot. Ah, der Boss ist da. Das sind wir einer der Boss. War einer schon... Zwei sind schon tot? Oh mein Gott, was für Nieten. Alter, zwei der Gruppe sind schon tot, das ist ja echt zu glauben, wie schlecht sind die denn? Ah, verdammt, ich war ein bisschen zu. Den Boss kann man nicht mehr runterschleudern, schade. Weißt du, was lustig ist, Lutz? Der eine Magier ist tot. Und wie ist der andere? Und ein Hexenmeister ist tot. Berserker könnte endlich mal heilen, meine Fresse. Haben wir schon die Healer hier und der heilt nicht. Dann soll es lernen. Das wird ja ewig dauern, bis wir hier fertig sind. Vielleicht nur auf den zweiten Miniboss umbringen und dann sind wir durch.
geil, ich bin jetzt gleich schon fertig, ey. Ich bin gleich schon wieder fertig mit dem Scheiß. ich habe manchmal ein Spiel neu gestartet, dann hat es wieder normal funktioniert. Das war immer dann, wenn mein Internet mal abgekackt ist, mal abgeschmiert ist, kurz. Der denn? Ah, da kommt er ja. Hat sie Unity oder was? Ach so. Meine Christina, was? War es nicht bei AC Unity dabei? Ja, das habe ich da auch. Ich habe die ganze Zeit nicht gespielt, weil es mir ein bisschen verbuggt ist. Ach, nicht mehr so schlimm. Ah, ich stotter das hier lang. Willkommen beim Stream. Was? Ja, bei uns ruckelt es gerade hier beim Endboss, muss ich sagen. Also ich weiß auch nicht warum. Ich denke mal, es liegt irgendwie an einer Verbindung oder der Server ist halt einfach wieder ein bisschen überlastet. Weil es ist ja meistens ein Video und da kommen die meisten Leute online. Wir kommen beim Stream, die dazugekommen sind. Und deswegen... Ja, ich kam hier gerade auch schon gar nicht rein. Einmal. Beim zweiten Mal Vorsuch hat es funktioniert. Beim ersten nicht. Noch den Boss platt machen kurz und dann ist man ja schon wieder fertig. Welches Spiel? Keine Ahnung. Das soll eigentlich schon Happy Wars draußen sein für Xbox One. Ja. Ja, ich denke sogar nach Happy Wars runterzuladen, weil es war damals eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Es war schon lustig. Leider darf man seine Spielstände ja vom Xbox 360 Leute nicht mit rübernehmen, ne? Das ist scheiße. Na gut, egal, Pech. Ich muss sogar noch einkaufen gehen, meine Fresse. Ach Mensch, ich muss noch so vieles tun. Ich kann beim Film dir zukommen sehen. Komm, komm, ich verreck endlich die Schigol. Ich bin doch schneller tot, als ich ihn
zweit hin von Krieg. Und das Lustige ist, wir haben ihn zu dritt platt gemacht, den Endboss. Die anderen zwei sind gleich zu Anfang schon gestorben. Was ich ehrlich gesagt jämmerlich finde. Gleich zu Anfang schon zu sterben ist echt schon... Schaden habe ich 2,5 Millionen gemacht, obwohl ich gerade erst reingekommen bin. Scherbe der Flammenverzauberung, na super. Heroische Zauberschwere, das war ich... Gestern innerhalb von 20 Minuten habe ich sie, glaube ich, für ein paar hundert Astraldiamanten verkauft. 500 oder so. War nur komme ich zwar so weg. Merotrax kennen sie gerade schon wieder. Naja, der ist mir so, geht mir sowas von am Arsch vorbei. Ich habe ein Wort für euch. So, erstmal Gruppe verlassen, würde ich sagen. Ja. So, dann mal kurz. Scheiße. Was wollte ich noch machen? Dich umbringen, Laguna? Nee. Luzi. Ach, ich habe da drüber nachgedacht, dich umzubringen. Ja, dann denke ich wieder, nee. Macht man sich nur die Hände schmutzig und es ist langweilig. So, gucken wir mal nach, was ich für Scheiße jetzt hier verkaufe. Hä? Wie jetzt? Tägliche Gewölbekistenschlüssel habe ich immer noch? Hä? Lol, Bug. So, Müll, Müll, Müll. Das ist sowieso Müll. Wen will ich mir laden? Echt? Was sagt er denn? Okay, ja gut, dann dann liegt's an den Servern wahrscheinlich gerade. So, das muss ich zerstören. Das brauche ich nämlich nicht. Das tue ich mal kurz dahin. Das tue ich dahin, aber wird sowieso identifiziert. Kaufe ich den Müll. Kriege ich nur 10 Silber, na toll. Egal, Tamalunhaus. Meine Auktion. Ich muss noch die ganze Zeit meine ganzen Auktionssachen noch abholen. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe einfach keinen Bock drauf, die Dinger abzuholen. Dann habe ich mein ganzes Inventar wieder voll. Den ganzen Müll. Ich bin mal abwesend, wie man hört. Bis gleich. Hi.
Es gibt Dinge. Bittet um den Segen eurer Götter. Ich grüße. Ich habe ein Wort für euch. Blutsauger.
bittet um den Segen eurer Götter.
Euer Team dominiert. Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert. Der Gegner dominiert.
Team dominiert. Der Gegner dominiert. Der Gegner dominiert. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist.
Team dominiert. Der Gegner dominiert. Da. Team dominiert. So. Ich bin erstmal wieder voll da. Wie lange weiß ich nicht. Ich bin erstmal wieder voll da. Wie lange weiß ich nicht. Euer Gegner dominiert.